Ich hab ihn kaum bemerkt. Der Frühling tanzt grad seine Kühe. Und du liegst wie so oft neben mir. Doch auch du hast im Grunde keinen Blick mehr dafür. Himmel spielt Farbsinfonie, aber keiner von uns sieht mehr hin. Wiederholt wirken Wunder normal, schenk mir ein zweites, ein erstes Mal. Ich wünschte mir, mein erster Lauf gegen den Wind, weicher Sand, der durch Fingerchen rinnt, und das wunderbar leichte Gefühl, wenn man schwimmt. Der Himmel spielt Farbsinfonie, aber keiner von uns sieht mehr hin. Wiederholt wirken Wunder normal, schenkt mir ein zweites, erstes Mal. Das Kribbeln im Bauch, wenn man will, wenn man rückwärts ins Schwimmbecken kippt. Ich will all die Premieren nochmal, schenk mir ein zweites, erstes Mal. Dankeschön, Annette. Vielen Dank, Hardy Kaiser. Danke, Sascha. Dankeschön, Sascha. Wie fühlt ihr euch? Toll, ich habe wieder einen Beruf. Ja, Gott sei Dank. Ja, ein bisschen einsam. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wie lange ist das jetzt her? Ein paar Monate. Ja, schon wieder, oh Gott. Schon länger, fast ein halbes Jahr. Ja. September, ja. Ja. Anfang September, ja. Ja, aber so ganz leer, finde ich, hat sie auch was. Also, sieht schon sehr, sehr schön aus. Sieht vor allen Dingen aus, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Spiegeldecke. Das ist ganz merkwürdig. So. Ja. Kommt irgendwie so runter. Okay, wir machen jetzt gleich weiter mit einem sehr bekannten Stück. Mein bekanntestes Lied. Nämlich das schönste Lied. Nämlich das schönste Stück. Es heißt Das Spiel. Ja. Eins. Dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast, dass du alles schmeißt wegen einer Nacht. Alles verlierst,
Universum nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz. Doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Was soll man da groß sagen dazu? Ich bin vielleicht klein, doch ich lass mich nicht darauf reduzieren. Ich bin nicht ganz so stattlich wie du. Darin bin ich unerreicht. Große Töne sind nicht schwer. Sie kriegen mich nicht kleiner, denn weniger ist mehr. Trüg ich mein Herz auf endlosen Beinen, könnt's auch nicht größer sein. Nicht größer sein, klein. Doch das ist für mich kein Riesenproblem. Dafür ist ganz schön handlich. Die Wege sind kurz, klein.
Du nennst mich Bonsai, erniedrige mich ruhig. Stehst du noch über allem, bin ich schon durch. Kurz und gut, ja, es stimmt schon, ich bin. Konzert, wo man einen Titel spielt und kein Applaus. Ja. Man denkt irgendwie hinterher nach dem Lied, man hat was falsch gemacht. Ja, ja, total. Ja, man braucht, eigentlich braucht man es ein bisschen, ne? Aber irgendwie auch wieder nicht. Also. Oh Gott, ja. Mal aufstehen und das Glas drauf. Normalerweise laufe ich auch so viel rum. Ist ganz komisch, irgendwie da zu sitzen. Kannst du ja. Und stört es nicht. Nee? Doch, ich glaube, fürs Mikro ist besser. Ja. Wann immer du willst. Du denkst, ich bin verrückt, ich übertreibe, doch ich spüre, wie mein Lebensglück verrinnt. Habt ihr mein Herz auf den Tisch geknallt, in dieser Kneipe, und du gingst kreidebleich zurück. Frau Kind, was haben wir gesucht, als wir uns heimlich trafen? Nur den amüsanten Hauch erregender Gefahr. Wollten das Schicksal überführen, ist dann Lügen zur Strafe. Unseren Leben können uns nicht haben, ohne alles zu verlieren. Ich weiß, du bist ein Realist, ich träume eben. Aber was nicht passieren darf, darf nicht mehr passieren. Zur Strafe.
bin ein bisschen reingeschlittert in den Ton am Anfang. Aber ich finde, das macht ja nichts, oder? Guten Tag. Ja, aber egal. Hallo, wo bist du? Ja. Das ist jetzt ein richtig... Das hier, das nächste Stück. Der Saal wird kochen, ich schwör's. Ich hätte jetzt wirklich tatsächlich Lust darauf. Gerne. Du trinkst nur bei der Arbeit. Ne? Genau. Nur im Dienst. Adi, was machst du eigentlich mit der ganzen freien Zeit? Jetzt. Ich gebe Konzerte in der Elbe. Und du? Ja, ich auch. Aber ich gehe viel mit dem Hund spazieren, zum Beispiel. Der Hund ist viel draußen. Du hast jetzt die Karre ausgepackt, ne? Wo das Kind hinten reinkam. Ja, super. Kann ich empfehlen? Ich kann das empfehlen. Ja. Man kauft ja wahnsinnig viel, wenn man ein Kind bekommt und man kriegt viel geschenkt. Ja. Und bisher konnte ich das gar nicht nutzen. Und jetzt habe ich das alles aus dem Keller rausgeholt. Sensationell. Ja. Ja. So ein Fahrrad habe ich wieder entdeckt. Oh ja. Und was auch lustig ist, ich habe zu Hause so ein Klavier stehen. Und dadurch, dass ich jetzt zu Hause war so viel, ist das richtig verstimmt. Und ich finde aber kein Klavierstimmer mehr. Weil du so viel spielst jetzt. Ja, ich komme wieder zum Klavierspielen zu Hause.
Stimmt, die können ja nicht kommen. Nee. Aber neulich war das Klo kaputt. Die kommen aber noch nach Hause. Die kommen, stimmt, ja. Handwerker kommen. Warum dann Klavier stimmt man nicht? Das, vielleicht könnte er auch das Klavier stimmen, wer weiß. Ja, okay. das Gefühl muss stimmen. Es macht aber Spaß mit euch. Ja. Ja. Man kann die Kameras fast ausblenden. Sieht das eigentlich doof aus, wenn ich hier auf diesem Stuhl so rumhänge? Gut. Ich brauche so einen Stuhl. Bitte nochmal. Wieder schleicht es sich von hinten an. Es fragt mich, ob es helfen kann. Es umschmeichelt mich mit Plüsch und Sand und sagt, schau dich mal an. Das Gefühl ist aus der Kiste raus. Das sieht wieder so blendend aus. Und das Leben wird zum Warenhaus. Ich behalte es gleich an. Ewigkeiten kommen und gehen. Hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng. Zu streng, irgendwo kneift es mich, zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht, ich schau mich nur, schau mich nur mal. Was ich wirklich will. Und dann schickt es mich in den April und sagt, haben wir nicht da. Das Gefühl ist wie der letzte Schrei. Kaum verschwindet es und geht vorbei. Dann verlacht man es und denkt dabei, ach wie dumm ich doch war. Ewigkeiten kommen und gehen. Hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng. Irgendwo kneift es mich, zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur, schau mich nur mal. Kein Warenhaus, denn es nimmt nichts zurück. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, dort zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich. Endlich spielen sie mal leise. Wenn Leute da sind, müssen sie immer so laut spielen, die Musiker, oder? Das wissen die meisten Menschen gar nicht, dass leise spielen noch viel schwieriger ist als laut. Total. Mit dem Singen ist es übrigens auch so. Okay. Oh, das ist wieder einer zum Mitsingen. Ja. Liebes Publikum.
Schmeichelei. Die zwei. Zeit rufen die meisten, sehr, sehr viele immer so über dieses, wie nennt sich das denn, mit Bild an, weißt du? Mhm. Ich mag das aber nicht. Ich möchte nicht gesehen werden beim Sprechen. Aber du kannst doch den Bildschirm einfach abdecken. Ich möchte den anderen sehen, aber ja. Ich möchte nicht gesehen werden. Ja. Kannst du eine Maske vorlegen? Ja, guck mal. Aha. Da sind wir schon fast am Ende. Oh ja, das stimmt. Ich glaube, heute geben wir auch keine Zugabe, auch wenn sie noch so sehr tun. Leute. Hardy. Ist doof mit der Tour, ne? Hast du dich auch drauf gefreut? Oder ja, ist wie? Eher so ein schwieriger Nein. Job gewesen? Und wie? Mit ja. euch, natürlich. Das hat so einen Spaß gemacht. Aber das machen wir dann, wenn es wieder geht. Freue mich drauf. Das nächste Mal ist es auch so ein bisschen so, eigentlich sind so diese 2-3 Gigs hintereinander und dann so ein bisschen wochenendmäßig, ne? Ist aber auch gut. Das stimmt. Off-Days? Eigentlich, wir sollten mal eine Tour nur mit Off-Days machen. Wäre ja mein Vorschlag. Oder ein Konzert. wir haben schon über den Quarantänebus noch gedacht, weißt du? Wäre auch gut gewesen. Ja. Er war galant und hatte Geld. Er rief: Ich zeig dir meine
Wald studieren? Dann traf ich dich. Jetzt stehe ich hier und wiege mich im Auf und Ab des Rock'n'Rolls. Die schönsten Wege sind aus Holz, weil's immer kommt, wie's kommen muss. Und zwei zurück. Auf jeder Fahrt in Richtung Glück. Ich bog falsch ab. Naja, was soll's. Die schönsten Wege sind aus Holz. Weil's immer kommt. Ein Haus, ein Hund, ein Kind. Doch ich erfuhr, was Freunde sind. Ihr füllt mein Herz mit Mut und Stolz. Toll gespielt. Danke. Vielen Dank. Wirklich toll gespielt. Dankeschön. Danke euch. Dann gehen wir mal. Ne? Wir sind fertig. Vielen Dank an die Äpfelharmonie. Niemand sagt was. Danke. Kann man sagen? Eigentlich noch? Vielen Dank, ja. Ja. Stimmt, mach du das mal. Ja. Liebe Äpfelharmonie, nein, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, was für eine tolle Einladung. Ja. Das sehr gerne genutzt und gemacht. Ich könnte eigentlich noch den ganzen Tag weiterspielen. Ja. Vielleicht auch so. Dürfen wir noch ein bisschen morgen abhängen? Nochmal. Besetzen. Guter Proberaum. Ja. Den mieten wir das nächste Mal an.